Herzlich willkommen, Stein und Flöte, Teil 27. Nach einer Weile entdeckte er in Richtung zur Passhöhe hin auf der felsigen Fläche eine aus Steinbrocken eingehäufte Pyramide, auf deren Spitze ein Stab steckte. Er hielt dies weithin sichtbare Mal zunächst für eine Wegmarke, sah aber bald, dass der Pfad in einigem Abstand rechts daran vorbeiführte. Im Näherreiten erkannte er, dass dieses merkwürdige Bauwerk beträchtlich größer war, als er zunächst angenommen hatte. Es musste eine Höhe von mindestens 4 oder 5 Manneslängen haben. An dem Stab war ein Büschel befestigt, das im scharfen Jochwind wehte, und obenauf steckte ein seltsam geformter Gegenstand. All dies zusammen weckte Lausches Neugier, und er beschloss sich, diese Sache aus der Nähe anzusehen. Hier schien sich jemand große Mühe gemacht zu haben, um ein weithin sichtbares Zeichen aufzurichten. Sobald er eine Stelle bereicht hatte, von der aus man ohne Schwierigkeiten zu dem Mal gelangen konnte, stieg er vom Pferd und kletterte durch das Felsgewirr hinüber. Und als er schließlich vor der hochgetürmten Pyramide stand, die jetzt sogar die Gipfel ringsum zu überragen schien, erkannte er auch ihre Bedeutung. Der Stab, den man auf ihrer Spitze eingerahmt hatte, war die Lanze eines Beutereiters, unter deren Spitze ein Pferdeschwanz flatterte. Und auf das stählerne Stichblatt war ein Pferdeschädel gespießt, der aus leeren Augenhöhlen nach Osten zur Steppe hinausstarrte. Dies war ohne Zweifel das Grabmal jener Beutereiter, die hier im Schneesturm umgekommen waren, nachdem sie Urlas Mann beraubt und umgebracht und sich selbst als Gefangene davongeschleppt hatten. Es war auch deutlich, wer dieses Mal aufgerichtet haben musste. Nur Leute von den Bergdachsen hatte diesen Pferdeschädel auf eine Weise anbringen können, dass er jedem Beutereiter als Warnzeichen entgegengrinste, der es noch einmal wagen sollte, die Passhöhe zu überschreiten. Kehr um, wenn dir dein Leben lieb ist. Das sollte dieses Zeichen heißen. Oder waren damit nicht nur Beutereiter gemeint? Lauscher sah sich unversehens vor die Frage gestellt, ob er überhaupt weiterreiten sollte. Wusste er, wie die Bergdachse mit Leuten umgingen, die aus dem Osten übers Gebirge zu ihnen herunterstiegen? Doch dann dachte er an Azir und darin, dass er unverrichteter Dinge zurückkehren würde. Er musste weiterreiten, denn er hatte keine andere Wahl. Aber er beschloss zunächst zu verschweigen, in wessen Auftrag er unterwegs war. Unter dergleichen Gedanken kehrte er zu seinem Pferd zurück und war jetzt eigentlich ganz zufrieden damit, dass Arnis Stein fest auf seiner Goldschale ruhe. Sicher hatte dieser abweisende Gebirgsbewohner von Arnis Leuten gehört. Wie hätten sie sonst den Verkehr mit ihnen verweigern können? Und da sie, wie das Beispiel ihres Erzmeisters zeigte, durchaus nachzudenken verstanden, war nicht auszuschließen, dass sie ihn als Träger des Steins mit diesem ehemaligen Beutereiter in Verbindung brachten. Vorausgesetzt, sie würden des Steins auf irgendeine Weise ansichtig werden, was durch unbedachtes Verhalten von seiner Seite durchaus geschehen konnte, oder etwa auch dann, wenn er einen Unfall erlitt oder dadurch außerstande gesetzt wurde, die Hände eines hilfsbereiten Menschen abzuwehren, der ihm Wampf und Hähn öffnete, um ihm Erleichterung zu verschaffen und dabei den Beutel mit dem Stein entdeckte. Er war sich der Gewundenheit solcher Überlegungen durchaus bewusst, während er langsam über das kahle Trümmerfeld weiterritt, aber er wollte ihm nicht gelingen, sich aus diesem Labyrinth der Gedankengänge zu befreien. Ja, es schien ihm zeitweise, als suche er nur nach einer Rechtfertigung dafür, dass er seinen Stein ohne nennenswerten Widerstand aus der Hand gegeben hatte. Andererseits bestand durchaus die Möglichkeit, dass der Stein ihm bei Arnis Verwandten unter den Bergdachsen hätte von Nutzen sein können. Aber das wusste er schon von diesen Leuten. Außerdem ließen sich die Dinge ohnehin nicht mehr ändern. Der Stein lag, wo er lag, und der Beutel auf seiner Brust war eben leer. Unterdessen hatte Lauscher nach einem letzten kurzen Anstieg die Passhöhe erreicht und blickte hinunter in das Tal, in dem die Bergdachse ihren Wohnsitz hatten. Über die Wipfel der Fichtenwälder auf den Hängen hinweg schaute er hinaus in eine zwischen bewaldete Bergkuppen eingebettete Niederung mit Dörfern und verstreut liegenden Einzelhäusern. Überall rauchten die Schlote der zahlreichen Schmieden und auch schon in der näher liegenden schmalen Seitentäler, die tief in das Gebirgsmassiv einschnitten, sah Lauscher Rauch aufsteigen. Dort wurde wohl das Erz verhütet, das die Bergdachse aus ihren Stollen förderten.
Lauscher hielt sich nicht allzu lange bei der Betrachtung dieser Aussicht auf, denn die Sonne stand schon tief im Westen und er wollte noch vor Einbruch der Nacht die ersten Häuser erreichen. Auf dieser Seite des Passes brauchte er nicht erst lange nach einem für Mann und Reiter gangbaren Pfad zu suchen. Hier gab es einen gut befestigten Karrenweg, der in weiten Schwüngen an dem stellenweise mit Knieholz bewachsenen Hang abwärts führte und weiter unten im Schatten zwischen den Fichtenstämmen untertauchte. Als er endlich den Talgrund erreichte, war es schon dunkel. Lauscher hörte seitwärts unter Bäumen und Gebüsch einen Bach rauschen, dessen Lauf der Weg eine Zeit lang folgte. Dann trat der Wald zurück und gab den Blick frei in einen kleinen Talgkessel. Weiter voraus hob sich die Silhouette eines düsteren Gebäudes ab, dessen breiter, hoch aufgemauerter Kamin in den Nachthimmel ragte. Daneben stand ein niedriges Haus, aus dessen Fenstern Licht schimmerte. In der Hoffnung, hier ein Nachtlager zu finden, lenkte Lauscher sein Pferd aus dem Haus zu, und als nahe genug herangeritten war, dass man drinnen den Hufschlag hören konnte, trat ein Mann vor die Tür und hielt Ausschau nach diesem späten Gast. Lauscher stieg vom Pferd und fragte, ob er hier übernachten könne. »Platz ist genug da«, sagte der Mann, »soweit du mit einem schlichten Lager zufrieden bist. Wir sind einfache Eisenschmelzer und können dir kein weiches Daunenbett bieten.« Die Arbeit am Schmelzofen hatte diesen Mann gezeichnet. Seine rechte Gesichtshälfte war von einer breiten, pockigen Brandnarbe verunstaltet, die von der leeren Augenhöhle bis in die Lippen hineinwucherte, und die Ursache dafür bildete, dass sich sein Mund beim Sprechen nach der linken Seite verzog, was seinem Gesicht einen hämischen Ausdruck verlieh. Doch sein verbliebenes Auge straffte diesen Anstein Lügen, denn er blickte freundlich. Er führte Lauscher, als dieser sich einverstanden erklärt hatte, zu einem Schuppen, der dem Haus angebaut war, und zeigte dem Ankömmling, wo sein Pferd unterstellen konnte, half ihn auch bei dem Absatteln und nahm ihm einen Teil seines Gepäcks ab, als sie zur Haustür zurückgingen. »Es geschieht selten, dass sich ein Fremder hierher verirrt«, sagte er. »Wo kommst du denn her?« »Aus dem Gebirge«, sagte Lauscher vage, »in der Hoffnung, dass es dort noch andere Wege gebe, als jenen über den Pass zum Grab der Beutereiter.« Der Eisenschmelzer gab sich damit zufrieden und sagte, »Komm herein, wir wollen uns gerade zum Nachtessen setzen. Du bist gern dazu eingeladen.« In der Stube saßen 6 Männer um einen Tisch, und auf dem Tisch stand eine Schüssel, in der ein bräunlicher Brei dampfte. Sehr appetiterregend sah das nicht aus, aber es roch gut nach gebratenem Speck. Lauscher war erleichtert, dass er nicht gezwungen war, sofort seine Geschichte zu erzählen, sei es nun die wahre oder eine erfundene. Die Sitten der Gastfreundschaft waren ihm zwar vertraut, aber jetzt merkte er zum ersten Mal selbst, wie angenehm es war, nicht schon vor dem Essen nach dem Woher und Wohin gefragt zu werden. Die Männer rückten auf der Wandbank zusammen, damit Lauscher Platz fand. Einer von ihnen legte ihm einen Löffel hin und dann machten sich alle gemeinsam über den Brei her. Er bestand aus zerquetschten Getreidekörnern, die man in Wasser aufgekocht und dann mit geräuchertem Speck in die Pfanne abgeröstet hatte. Tatsächlich schmeckte es nicht übel, zumal wenn man den Tag über kaum etwas gegessen hatte. Schweigend löffelte Lauscher den Brei und hörte dabei zu, was bei Tisch geredet wurde. Das Gespräch drehte sich in der Hauptsache um einen großen Markt, der an einem der nächsten Tage in einem Ort namens Arziak stattfinden sollte. Offenbar war dies auch Anlass für allerlei Lustbarkeiten, zu denen die Einwohner des Tals zusammenkamen. Es war die Rede von Tanzereien, Trinkgelagen, an denen die Männer teilnehmen wollten. Dieses Arziak konnte demnach nicht weit entfernt liegen. Aus manchen Bemerkungen war auch zu entnehmen, dass bei dieser Gelegenheit Fragen von öffentlichem Interesse beraten werden sollten. »Die Leute reden davon«, sagt einer, »dass Händler aus dem Westen beim Erzmeister vorgesprochen und gefragt hätten, ob sie geschmiedetes Eisen oder Goldschmuck bei den Handwerkern aufkaufen dürften. Prometzo will diesen Antrag der Talschaft vorlegen.« »Warum hat die Fremden nicht gleich wieder davongejagt?«, sagt ein anderer. »Hat er vergessen, dass ein solcher Händler war, der damals als Urlas Mann erschlagen wurde, die Beutereiter ins Tal gelockt hat?« »Weißt du auch, wie lange das her ist?«, fragt der Mann, der Lauscher empfangen hatte und den die anderen Schiffsmaul nannten. Doch die meisten der Eisenschmelzer meinten, es sei deshalb nicht weniger wahr und die Händler würden schon merken, was man hier im Tal von ihnen hielt.
Lauscher hat inzwischen begriffen, dass es nicht leicht sein würde, die Bergdachse als Geschäftspartner von Anis Leuten zu gewinnen. Und es sah so aus, als habe er obendrein auch noch Konkurrenz aus dem Westen bekommen. Während dieser Unterhaltung war die Schüssel leer geworden. Die Männer wischten ihre Löffel blank und Lauscher dankte für die Bewirtung. »War doch nicht der Rede wert«, sagt Schiefmaul. »Du siehst aus, als seist du feinere Sachen gewöhnt. Was treibst du überhaupt in dieser abgelegenen Gegend?« Darüber war sich Lauscher mittlerweile klar geworden. »Ich bin Flötenspieler und will zum Markt nach Arziak reiten«, sagt er mit beiläufiger Selbstverständlichkeit eines Mannes, der schon oft dergleichen Auskünfte gegeben hat. Und überdies entsprach diese Antwort ja durchaus seinen Absichten. Für die biederen Eisenschmelzer war diese Neuigkeit genug, wie Lauscher sogleich aus ihrem erstaunten Ausrufen entnehmen konnte. In diesem Seitental schien sich selten ein Spielmann zu verirren oder gar bei ihnen um Quartier zu bitten. Lauscher sah sich alsbald genötigt, eine Probe seiner Kunst zu liefern. Und er ließ sich auch nicht lange bitten, denn zu diesem Zweck war er schließlich über den Pass zu den Bergdachsen geritten. Um die Wirkung seines Spiels beobachten zu können, setzte er sich seitwärts auf die Tischplatte und fing an zu flöten. Zunächst dieses und jenes Liedchen, das er auf dem langen Ritt mit Barlow aufgeschnappt hatte, und zwischendurch den ein oder anderen Bauerntanz, der diesen handfesten Burschen gefallen mochte. Schon von Anfang an hatten sie gelegentlich mitgesungen, und jetzt fingen sie an, sich auf die Schenkel zu klatschen und mit ihren klobigen Holzschuhen den Takt zu stampfen. Lauscher hatte bald herausgefunden, welcher Rhythmus ihn in die Glieder fuhr. Er jagte sie von der Wandbank hoch, ließ sie trampeln, im Kreis tanzen, bis sie taumeln wie Betrunkene. Und als sie sich dann erschöpft auf die Bank fallen ließen, spielte er ihnen eine Ballade in jenem derben, volkstümlichen Ton, wie er ihn auf Jahrmärkten gehört hatte. Erst viel später wurde den Eisschmelzen bewusst, dass sie den Text dazu verstanden hatten, ohne dass einer gesungen hätte. Und sie verstanden ihn so gut, dass diese Ballade noch Jahre danach im Tal folgendermaßen gesungen wurde. Klein Rika wollte die Zauber sehen und durfte noch nicht zum Markte gehen im Morgengrauen. Ist sie abgehauen und hört nur, was weiter geschah. Kaum ist sie im Wald, da wird sie gepackt von rothaarigen Kerlen eingesackt. Die machen bald noch 8 Männer kalt, was meint ihr, was weiter geschah? Ihr Vater findet die blutige Spur, wie ihm der Zorn in die Glieder fuhr. Es folgt ihr allein über Stock und Stein, schreckt euch nicht, was weiter geschah. Er reitet bis vor des Häuptlings Haus, vor der Kluben Schädel zum Kampf heraus. Ehe der Tag verrinnt, gewinnt er sein Kind. Wisst ihr auch, durch wen das geschah? Der Vater hieß Arni und trug Urlaßstein. Er ritt mit der Horde und ritt auch allein und war keinem verhasst. Und jedermanns Gast, auch hier, wo dies alles geschah. Als er diese Ballade zu Ende gespielt hatte, setzte Lauscher endlich seine Flöte ab. Die Männer waren mittlerweile wieder zu Atem gekommen und spendeten lautstark Beifall. »Mit diesem Lied wirst du in Arziak dankbare Zuhörer finden«, sagte Schiefmaul. »Doch gibt es manchen, der sich gern an Arni erinnert, allen voran die Frau des Erzmeisters, denn sie ist Arnis Tochter.« Das hörte Lauscher gern. Besser hätten die Dinge für ihn gar nicht liegen können. Wenn Arnis Tochter die Frau des mächtigsten Mannes im Tal war, sollte es ihm nicht schwerfallen, die Bergdachse für die Sache von Arnis Leuten zu gewinnen. »Ich hatte gehofft, Akka hier im Tal zu treffen«, sagte er. Schiefmal blickte ihn erstaunt an, als er diesen Namen nannte. »Du weißt hier bei uns gut Bescheid«, sagte er. »Warst du schon einmal in Arziak?« »Nein«, sagt Lauscher, »aber ich bin bei Akkas Schwester Rika zu Gast gewesen und einmal habe ich auch Arni selbst getroffen.« »Du scheinst schon als Junge weit herumgekommen zu sein«, sagt Schiefmal. »Man hat dir bereits vor ein paar Jahren erzählt, dass Arni tot sei.« »Das ist richtig«, sagt Lauscher, »er starb vor 4 Jahren.« »Ein Jammer«, sagt einer der anderen Männer. »Er war der Einzige, der diese Hunde vor den Beutereiter hätte in Schranken halten können. Doch Khan Hunli scheint nicht der Mann zu sein, der dem Rat eines solchen Bruders folgt.« »Khan Hunli wohl nicht«, sagt Lauscher. »Man spricht aber davon, dass Arni unter den Beutereitern dennoch Gefolgsleute gefunden haben soll, wenn auch erst nach seinem Tod.« Schiefmaul lachte. »So etwas Ähnliches habe ich auch schon gehört«, sagt er. »Aber die Beutereiter sind schlaue Burschen, streuen Gerüchte aus, damit man sie ungehindert ins Tal lässt. Und wenn sie dann einmal da sind, schneiden sie einem unversehens die Gurgel durch.«
Einer der anderen Männer fürchtete jedoch, dass ihm hier eine gute Geschichte entging. »Lasst ihn doch erzählen, was er darüber weiß«, sagte er. »Spielleute erfahren so manches, wenn sie durchs Land ziehen.« Diese Aufforderung war für Lauscher verlockend, aber er winkte dennoch ab und sagte, »Als Geschichtenerzähler tauge ich nicht viel, ich verstehe mich nur auf die Sprache meiner Flöte. Ist es ein Wunder, dass ihn alle sogleich bestürmten, noch ein Stück zu spielen?« Genau das war es, worauf es Lauscher angelegt hatte. Er ließ sich noch ein bisschen bitten, griff dann ein wenig widerstrebend zu seinem Instrument und fing an zu flöten. Es war weder ein Lied noch ein Tanz, was er spielte, auch keine Ballade, deren Text man hätte wiederholen können. Diesmal ließ Lauscher aus den Tönen seiner Flöte Bilder wachsen. Bilder von einem Dorf, in dessen Mitte ein altes graue Holzhütte stand, und als er die Männer in die Hütte führte und ihnen den Stein auf der goldenen Schale vor Augen stellte, wusste jeder von ihnen, dass dies Arnis Hütte war und dass diese Leute, die sich an jener Stelle angesiedelt hatten, dem friedlichen Weg Arnis folgen wollten. Lauscher führte sie wieder hinaus aus der Hütte und zeigte ihnen die unbezopften Männer, die nicht länger auf Beute aus waren, sondern Handel treiben wollten, wenn man sie nur ließe. Denn von irgendeinem Gewerbe mussten sie ja ihren Lebensunterhalt bestreiten. »Was können wir uns Besseres wünschen, als die Leute Arnis zwischen uns und der Steppe?« sagten sie, die lauschenden Eisenschmelzer. Völlig gefangen in diesen Bildern, die vor ihren Augen vorüberzogen, wie ein Wachtraum, und sie begriffen, dass sie ihr eigenes Tal schützten, wenn sie Arnis Leute stärkten. Lauscher beobachtete ihre Gesichter, die entrückten Gesichter von Träumenden, auf denen leicht abzulesen war, welche Empfindungen das Spiel in diesen Männern auslöste. Und als er sicher war, alle auf seine Weise überzeugt zu haben, nahm er ohne Übergang die Melodie eines jener Bauerntänze auf, bei denen die Männer zuvor kaum hatten stillsitzen können, und brach dann sein Spiel ab. Diesmal blieben die Beifallsrufe aus, aber es war nicht zu verkennen, dass dieses Schweigen nur einen höheren Grad von Bewunderung ausdrückte. Solch unerhörtes Flötenspiel hatte ihnen schlichtweg die Rede verschlagen. »Erst nach einer längeren Weile«, sagte Schiefmaul, »bei deinem Spiel geht einem so mancherlei durch den Kopf, Flöte. Man beginnt die Dinge auf eine neue Weise zu sehen. Wenn ich jetzt bedenke, was ich so nach und nach über die Leute Arnis gehört habe, so scheint mir, dass man vielleicht doch erwägen sollte, sie zu Freunde zu gewinnen.« Lauscher hütete sich, dieses Thema noch einmal aufzugreifen, sondern sagte nur, »Es kann nie schaden, solche Dinge auf den Grund zu gehen.« Bald darauf legten sich alle schlafen, nachdem Schiefmaul sich mehrfach dafür entschuldigt hatte, dass man einem solch weitgereisten Meister kein bequemeres Nachtlager bieten könne, als einen Strohsack und ein paar grobe Wolldecken. Am folgenden Tag ritt Lauscher mit einem deftigen Morgenbrei im Magen weiter talabwärts. Die dicht von hochstämmigen Fichten bestandenen Hänge rechts und links des Baches traten zeitweise wieder eng zusammen. Aber der Weg blieb breit und fest, denn auf ihm musste ja das ausgeschmolzene Roheisen zu den Schmieden nach Arziak gekarrt werden. Während der Bach schließlich nach rechts in einen steilen Geröllrinne dem Haupttal zustürzte, hielt sich der Weg in halber Höhe des Hanges und senkte sich erst allmählich der Talsohle zu. Als er dann zwischen den letzten Bäumen auf einen flachen Wiesenhang hinausführte, sah man weiter unten im Tal schon die rauchenden Schmiedesen von Arziak, und nach einer weiteren Stunde ritt Lauscher über die Dorfstraße und hielt Ausschau nach einem Wirtshaus, in dem er sich einquartieren konnte. Ein grüner Busch, der an einer langen Strecke aus der Dachluke ragte, wies ihm den Weg, und im Näherkommen entdeckte Lauscher, dass sich zwischen den frisch gebrochenen Zweigen das hölzerne, gelb angestrichene Abbild eines Amboss verbarg. Offenbar hatte hier ein ehemaliger Schmied sein Gewerbe gewechselt. Es konnte aber auch sein, dass hier im Tal, wo so viele Leute mit Eisen zu tun hatten, ein Amboss der erstbeste Gegenstand war, der einem einfiel, wenn man nach einem sinnträchtigen Bild suchte, das sich jedermann einprägte. Lauscher unterließ es, die Frage zu klären, auf welche Weise dieses Wirtshaus zum goldenen Amboss zu seinem Namen gekommen war, sondern bat den Wirt, der ihm unter der Tür entgegentrat, um eine Schlafkammer, in der er bis zum Jahrmarkt nächtigen könne. Der Wirt, ein schwergewichtiger, im Alter etwas fett gewordener Mann, den man den ehemaligen Schmied durchaus zutrauen konnte, schaute ihn taxierend von Kopf bis Fuß an und fragte, »Was verkaufst du?«
Es sah so aus, als würde dieser Herbergsvater seinen Jahrmarktskunden nach ihrem jeweiligen Gewerbe einschätzen. »Ich bin ein Spielmann«, sagt Lausche. Diese Antwort schien das Missfallen des Wirts zu erregen. »Spielmann«, wiederholte er, und dies in einem Ton, als sei das eine höchst unanständige Beschäftigung, und mit der Frage »Was spielst du denn?« schien er mit einer weiteren Steigerung seiner Abscheus gegenwärtig zu sein. Lauscher ließ sich durch diese unfreundliche Gehaben nicht aus der Ruhe bringen. »Ich spiele die Flöte«, sagte er lächelnd und spürte eine gewisse Neugier darauf, was dieser Flettkloß als nächstes fragen würde. Diese Frage folgt prompt und war wohl auch zu erwarten gewesen. »Hast du Geld?« Der Wirt spuckte diese Worte aus wie ein Knochensplitter, der ihm versehentlich zwischen die Zähne geraten war. Statt einer Antwort griff Lausche in den Beutel an seinem Gürtel und holte eine Handvoll von den Silbermünzen heraus, die ihm Höni auf die Reise mitgegeben hatte. Dieser Anblick verwandelte den Ausdruck auf dem Gesicht des Wirts augenblicklich. Er hob die wulstigen Augenbrauen und zog hörbar den Atem ein. Offenbar hatte ihn dieser unerwartete Gang der Dinge ein wenig aus dem Konzept gebracht. »Du erlaubst«, sagte er, nahm ohne auf eine Antwort zu warten eine der Münzen von Lauschers Hand, betrachtete sie kopfschüttelnd, hob sie dann zwischen die Zähne und biss darauf. Dann schaute er sie noch einmal prüfend an und sagte, »Gutes Silber, aber die Prägung kenne ich nicht. Wo hast du die Münzen her?« »Das würde ich dir gern in der Stube bei einem Becher Wein erzählen«, sagt Lausche. »Dagegen ist jetzt nichts mehr einzuwenden«, sagt der Wirt schon viel freundlicher. »Komm herein, eine Schlafkammer wird sich schon finden.« Als sie dann in der Stube beim Wein saßen, kam der Wirt auf die Silberstücke zurück und fragte, »Wer hat sie dir gegeben?« »Das waren merkwürdige Männer«, sagt Lausche. »Zuerst hielt ich sie für Beutereiter, aber dann merkte ich, dass sie keine Zöpfe trugen. Sie nennen sich Arnis Leute und scheinen friedliche Händler zu sein, die gutes Geld bezahlen, wenn sie etwas mitnehmen wollen.« »Arnis Leute«, sagt der Wirt, »dann scheint es ja zu stimmen, was die Leute erzählen.« »Was denn?«, fragt Lauscher, »dass ein Teil der Horde sesshaft geworden sein soll und so friedlich wie jener Arni mit dem Stein, den ich oft hier in Arziak gesehen habe, wenn er seine Töchter besuchte.« »Es scheint so«, sagt Lauscher, »der Reiter auf der Münze stellt Arni dar und die Frau auf der anderen Seite soll Urla sein, die Arni den Stein gab.« »Ja, wenn das so ist«, sagt der Wirt, »dann sollte dieses Silber bei uns in Arziak seine Geltung haben, denn Urla stammt hier aus dem Tal.« Und Arni, eine Tochter, ist die Frau unseres Erzmeisters. Das hat man mir schon erzählt, sagt Lausche. Als er dann später sein Zimmer im Voraus bezahlt hat, sah er, wie der Wirt vom Tisch zu Tisch ging und den Leuten das Silbergeld der Leute Arnis zeigte. Während der nächsten zwei Tage trieb sich Lausche in der Ortschaft herum, ließ in einer Schmiede die Festigkeit von Schneefuß Hufeisen überprüfen, sah sich an, wie die Goldschmiede an Schmuck für den Jahrmarkt bereitlegen, hörte dabei aufmerksam zu, was die Leute untereinander redeten und sagte selbst nicht viel. Am dritten Tag wurde dann der Jahrmarkt eröffnet. Schon am Abend zuvor war es in der Wirtsstube plötzlich eng geworden. Aller Daumlang traf ein neuer Gast ein und Lauscher beobachtete amüsiert, wie der Wirt mit den Ankömmlingen, soweit er sie nicht schon aus der frühen Jahre kannte, das gleiche Verhör anstellte wie mit ihm. Nach der Morgenmahlzeit nahm Lauscher seine Flöte und ging hinaus auf den Markt. Es herrschte ein ähnliches Getriebe wie damals in Draglop, nur wurde hier das Warenangebot vorwiegend von den Eisen- und Goldschmieden bestimmt. Aber zwischen ihren Ständen mit Ackergerät und Waffen oder Gold- und Silberschmuck mit gefassten edlen Steinen boten auch hier die Bauern Vieh und zum Verkauf an. Und es gab reisende Händler mit Lederzug, irdenem Geschirr und allerlei anderem Kram. Sogar ein Zahnbecher pries seine Kunst lautstark und mit drastischen Gebärden an, und an einer Hausecke hockte ein alter Spielmann, der auf einer zerkratzten Fiedel vor sich hingeigte und mit einem Kopfnicken für die Münzen dankte, die von den Leuten in seinem Hut geworfen wurden. Wie er es als Zunftbrauch gelernt hatte, suchte sich Lauscher am anderen Ende des Marktes einen geeigneten Platz, damit er dem Alten, der zuerst da gewesen war, sein Publikum nicht abspenstig machte. Vor einer Hufschmiede fand er ein Holzgestell, an das die Leute ihre Pferde zu binden pflegten. Es bestand aus zwei senkrecht in die Erde gerammten Pfosten, die durch zwei Querholme miteinander verbunden waren. Lauscher setzte sich auf dieses Strangengerüst,
von dem aus er knapp über die Köpfe der Marktbesucher hinwegblicken konnte, und fing an zu spielen. Wie an dem Abend bei den Eisenschmelzern holte er auch hier seinen Vorrat an Liedern, Balladen und Tänzen hervor und verband die einzelnen Stücke, wie es Spielleute zuweilen zu tun pflegen. Durch kurze Überleitungen etwa von einer Tonart in die andere zu gelangen oder ein sanftes Liebeslied nicht gar zu hart neben den stampfenden Rhythmus eines Holzfällertanzes zu setzen. Den Zuhörern mag es dabei nur auf die mehr oder minder bekannten Melodien angekommen sein, denn die Leute hörten ja am liebsten immer das, was sie schon einmal gehört haben und mitpfeifen konnten. Für Lauscher jedoch waren diese Zwischenspiele die Hauptsache. Ohne dass es den Leuten, die sich rings um ihn versammelt hatten, zu vollem Bewusstsein kam, weckte er mit wenigen Tonketten und Motiven in ihnen flüchtige Bilder von Arnis freundlicher Gesinnung oder vom friedlichen Leben in der Ansiedlung von Arnis Leuten. Da mochte etwa einem der zuhörenden Händler die Vorstellung einer Hand in den Sinn kommen, die reichlich Silbermützen mit Arnis geprägtem Bild für seine Ware bot. Ein anderer kam unversehens auf den Gedanken, wie angenehm es wäre, wenn er seine schwergewichtigen Schmiedearbeiten nicht mehr selbst von Ort zu Ort zum Verkauf anbieten müsse. Und zugleich tauchte in diesem Zusammenhang das Bild ledergekleideter Händler auf, die bereit waren, solche Mühsal an seiner Stadt auf sich zu nehmen. Auf diese Weise schmuggelte Lauscher seine Kontrabande unmerklich in die Herzen der Leute, und jeder, der ihm zuhörte, hätte schließlich auf eine entsprechende Frage hin ohne Zögern bezeugt, dass er eigentlich schon von jeher dafür gewesen sei, mit den Leuten Arnis jenseits des Gebirges in Handelsbeziehung zu stehen. Nach einer solchen Überleitung spielte Lauscher schließlich auch die Ballade von Klein Rika. Zu seiner Überraschung hörte er, dass von Anfang an jemand den Text mitsang, und als er nach dem Sänger Ausschau hielt, entdeckte er in der Menge den brandnarbigen Eisenschmelzer, der mit einer erstaunlich wohlklingenden Tenorstimme die Ballade vortrug. Das gefiel den Leuten so gut, dass sie sogar Silbermünzen in Lauschers Hut warfen und das Ganze sogleich noch einmal hören wollten. Es versteht sich, dass Lauscher ihnen diese Bitte nicht abschlug. Schiefmaul hatte sich mittlerweile zu ihm hindurchgedrängt und ihn mit Herzlichkeit begrüßt, wie einen alten Freund. Dann stellte er sich in die Positur und gab, sobald Lauscher wieder mit der Ballade begann, sein Bestes. Während Lauscher flötete und dabei die Gesichter seiner Zuhörer musterte, traf sein Blick auf eine Frau, deren Augen ihn sogleich fesselten. Augen von schwer zu beschreibender Farbe, die ihm vertraut waren. Er konnte den Blick nicht von diesen Augen lassen, solange er spielte, und auch dann noch nicht, als er seine Flöte schon abgesetzt hatte. Die Zuhörer hielten den Auftritt für beendet und begannen sich zu verlaufen. Die Frau jedoch trat auf ihn zu und sagte: »Es freut mich, dass Arnis Andenken auf solche Weise lebendig erhalten wird. Woher kennst du diese Geschichte?« »Mein Großvater hat sie mir erzählt«, sagt Lauscher, »und der hat sie von deiner Schwester Rika gehört. Oder bist du nicht Akka, die Frau des Erzmeisters?« Die Frau schaut ihn verwundert an und sagte: »Woher kennst du mich, Flöte? Ich weiß nicht, wie du heißt, und ich habe dich noch nie gesehen.« »Ich dich auch nicht«, sagt Lauscher, nannte ihr seinen Namen und fügte hinzu: »Bei Rika bin ich schon zweimal zu Gast gewesen, und es ist nicht zu verkennen, dass du ihre Schwester bist.« Die beiden glichen einander in der Tat, wie Zwillinge sich nur gleichen könnten. Auch Akkas Haar begann schon von der Zeit weiß zu werden, doch ihr Gesicht war noch jung und glatt wie das Rikas. Akka dankte jetzt auch dem Eisenschmelzer für seinen Gesang und sagte dann zu Lauscher: »Willst du mir die Freude machen, als Gast in mein Haus zu kommen? Ich habe seit langer Zeit nicht mehr von meiner Schwester gehört. Du musst mir viel von ihr erzählen.« Lauscher dankte ihr für die Einladung, steckte seine Flöte ein und folgte Akka durch das Getriebe der Marktgassen bis zu einem großen steinernen Haus, in dem er schon bei seiner Ankunft den Wohnsitz des Erzmeisters vermutet hatte. Sie gingen eben auf die mit kunstvoll geschmiedeten Eisenbeschlägen geschmückte Tür zu, als diese aufgestoßen wurde und ein etwa 12-jähriges Mädchen herausgelaufen kam. Es rannte zu Akka hin und rief: »Hast du mir vom Markt etwas mitgebracht?« Akka blieb stehen und sagte lachend: »Du benimmst dich ja, als sei ich wochenlang unterwegs gewesen. Arni Luca, schau, was ich für dich gefunden habe, du kleine Wassernixe.« Sie griff in die Tasche ihres weiten, drolligen Rocks und zog ein Silberkettchen hervor,
an dem eine winzige, perlmuttfarbene Muschel hing. Ani Luca nahm ihr das Kettchen mit spitzen Fingern vorsichtig aus der Hand und war gleich darauf völlig in die Betrachtung des Farbenspiels versunken, das die Sonne auf die gewölbte Innenfläche der Muschel zauberte. Oder waren die blau, grün oder violett irisierenden Lichter in der schimmernden Höhlung nur Spiegelungen ihrer Augen, die den Augen ihrer Mutter glichen? Urlas Augen, in die er in der Hütte jenseits des Passes geblickt hatte? Lauscher stand wie gebannt und schaute dieses Kind an, in dem sich über Generationen hinweg noch immer das Erbe dieser Uranin bewahrt hatte. Auch Akka hatte ihre Tochter eine Zeit lang zugesehen, doch dann sagte sie, »Du solltest jetzt unser Gast begrüßen, Ani Luca.« Das Mädchen war so in den Anblick der Muschel gefangen, dass ihr die Mutter die Hand auf die Schulter legen musste. Da endlich blickte das Mädchen auf und sah Lauscher an. »Wer ist das?« fragte es. »Er heißt Lauscher und ist ein Flöter, der viele schöne Lieder weiß«, sagt Akka. »Auch war er zu Gast bei deiner Tante Rika und soll uns von ihr erzählen.« Ani Luca schaute Lauscher in die Augen. Dann lächelte sie plötzlich und sagte, »Ich mag dich, Lauscher. Wirst du mir auf deiner Flöte etwas vorspielen?« Die unvermittelte Sympathieerklärung machte Lauscher verlegen. Gern murmelte er und wusste nicht, wo er seine Hände lassen sollte. »Dann komm in unser Haus und sei unser Gast«, sagte Ani Luca mit einer Selbstverständlichkeit, als sei sie hier die Herrin. Sie streifte das Silberkettchen über den Kopf und warf noch einen raschen Blick auf die Muschel, die jetzt auf ihrer Brust hing. Dann nahm sie Lauscher bei der Hand und sagte, »Komm!« Wenig später saß Lauscher mit Akka und ihrer Tochter in der Stube. Akka hatte ihrem Gast einen Becher Wein angeboten, um die Zeit bis zum Mittagessen zu verkürzen, wie sie sagt. Lauscher berichtete, wie er Rika und ihren Mann zuletzt in der Schmiede angetroffen hat und erwähnte auch seinen ersten Besuch bei ihnen. »Damals musste ich deiner Schwester von Ani erzählen«, sagte er. »Also hast du auch meinen Vater getroffen?«, fragt Akka überrascht. »Ja«, sagt Lauscher, »einmal habe ich ihn gesehen.« Doch im gleichen Augenblick wurde ihm klar, dass er nicht von Anis Tod erzählen konnte, ohne den Stein zu erwähnen, oder von Akka danach gefragt zu werden. Wie sollte er ihr erklären, dass er ihn nicht mehr besaß? Deshalb kam er gleich wieder auf Furos Schmiede zu sprechen und erzählte die Geschichte von dessen Flucht mit dem Eseltreiber aus Barlebug, an der er auch Rika teilgenommen hatte. Akka ließ sich von dieser abenteuerlichen Begebenheit ablenken, und auch Ani Luca lachte ein paar Mal, als von dem Wirtshaus die Rede war, in dem Esel aus- und eingingen, wie zahlende Gäste. Doch zwischendurch hatte das Mädchen ihn immer wieder einmal nachdenklich angesehen, und als er mit der Erzählung zu Ende war, sagte es, »Vorhin hast du plötzlich so ein trauriges Gesicht gemacht, als hättest du irgendetwas verloren.« Lauscher fühlte sich ertappt, und er brachte es auch nicht fertig, dem Mädchen in die Augen zu lügen. »Das kann schon sein«, sagte er vage. »Spielleute sind ständig unterwegs und dabei kann man mancherlei verlieren.« »Wenn du willst, helfe ich dir suchen«, sagt Ani Luca eifrig. »Ich mag nicht, wenn deine Augen so leer aussehen.« Wenn Lauscher darauf überhaupt eine Antwort hätte finden können, so wurde ihre jedenfalls dadurch enthoben, dass in diesem Augenblick der Erzmeister eintritt. Ein mittelgroßer, kräftiger Mann von einigen 40 Jahren. »Ich sehe, wir haben einen Gast«, sagte er, begrüßte Lauscher und ließ sich von seiner Frau berichten, was sie mit diesem jungen Flöter für eine Bewandtnis hatte. »Du bist schon weit herumgekommen für deine Jahre«, sagte er dann zu Lauscher. »Akka wird sich freuen, wenn du noch eine Weile als Gast in unserem Hause bleibst. Du musst wissen, dass sie eine Vorliebe für geheimnisvolle Geschichten hat und Spielleute haben, ja, wie man sagt, dergleichen immer auf Vorrat.« An der Art, in der er das sagte, konnte man merken, dass er von geheimnisvollen Geschichten nicht sonderlich viel hielt, ohne dass er seiner Frau ein solches Vergnügen missgönnt hätte. Dann begrüßte er auch seine Tochter, gab ihr einen Kuss und entdeckte dabei das Kettchen mit der Muschel. »Da hat dir deine Mutter auf dem Markt wieder einmal ein hübsches Zauberding verkauft«, spottete er. Aber Ani Luca war mit dieser Deutung nicht einverstanden. »Das ist kein Zauberding«, sagte sie ernsthaft. »Das ist eine richtige Muschel aus einem Teich. Ich mag sie, weil sie schön ist.« »Recht so«, sagte Prometheus und nickte zufrieden. »Was man mit seinem Verstand klären kann, sollte man nicht mit Geheimnissen verschleiern. Und eine vernünftige Erklärung lässt sich schließlich für alles finden, wenn man nur lange genug nachdenkt.« Man konnte Akka am Gesicht ablesen, dass sie mit dieser Feststellung nicht einverstanden war.
Auch Prometheo bemerkte das, und es war ihm wohl nicht neu. »Ich weiß«, sagte er, »für dich steckt hinter den natürlichen Dingen immer noch etwas anderes, das sich mit dem Verstand allein nicht fassen lässt. Du bist eben eine Frau aus Urlas Sippe, und dein Vater war ja auch nicht anders mit seiner ständigen Suche nach dem Geheimnis seines Steins. Als er merkte, dass der Blick seiner Frau sich trübte, legte er die Hand auf die Schulter und sagte, »Ich wollte dir nicht wehtun. Dein Vater war einer der liebenswertesten Menschen, denen ich je begegnet bin. Ich meinte nur, dass er mit vernünftigen Argumenten bei seinen Leuten mehr erreichen könnte als mit solchen obskuren Träumereien.«